Jo ihr Lieben, hier ist wieder der GigaGamer und heute mit einem kleinen Video zu der besten Community Farm auf Griefer Games. Und zwar ist das auf CB2 die LPM Farm meiner Meinung nach. Da gehen wir jetzt auch einmal hin. /ph lpm. Ihr seht da gleich vorne die mit Abstand krasseste Community Farm auf Griefer Games. Ups. Da ein paar Tintenbeutelchen rum. Und hier am Anfang habt ihr gleich ein paar Schilder. Und da ist auch direkt der Eingang hier zur Farm. Upp. Gehen wir rüber. Genau, bei Problemen Teamspeak. Und dann hier nochmal ein Hinweis auf den Scammer. Ja. Sonst hier nochmal ein paar Schilder. Lest euch die ruhig gerne durch. Beim ersten Mal und dann zeige ich euch mal, was es hier alles gibt. Also wir haben hier einmal gleich die Villager und direkt daneben haben wir gleich schon die erste Müllverbrennungsanlage. Die habt ihr ganz verteilt im kompletten GS, falls ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr nicht braucht, ob ihr jetzt irgendwie die Goldschwerter bei Pigments oder irgendwie sonst was. Ja, dann halt hier Hühnchen. Dann gehen wir weiter. Jetzt kommen wir hier zu den Pigments. Hier links sind Pigments. Und hier rechts sind auch Pigments. Ich dachte, weil ich jetzt recht früh da bin, dass noch nicht so viel los sein wird. Und dass wir hier vielleicht 200 Pigmen oder sowas hätten, die wir abmuxen könnten. Aber es sind ja doch schon ein paar da. Verschmäht auch bloß nicht, hätte ich jetzt mal gesagt. Dieses verrottende Fleisch, weil das könnt ihr fantastisch bei den Villagern eintauschen gegen Smaragde. Ja, dann haben wir hier, guck mal, droppen Leute auch hier in Dirt, den ganzen Mist da rein. Ja, Enchanting Table gibt's hier. Hier, endlose Ambosse. Hier, zack, zack, zack. Kann man auch an mehreren Stellen. Crafting Table auch. Ja, hier gibt's Schafe. Noch mehr Pigmen. Dann gibt's hier ganz normale Kühe und Pilzkühe. Nochmal. Bei. Gestern war ich auch schon mal recht früh da und da waren das, keine Ahnung, 30. Ja, hier gibt es Creeper und hier drüben noch Echsen. Steht auch immer was dabei hier, zum Beispiel 50% Loot und 10 Spawner und wer AFK steht, kann durch Lava getötet werden. Dann die Treppe hoch, oben, dann Tintenfische, sehen wir so schon. Wieder runter. Hier auch noch mal ein paar Ambosse. Oh. Runter, hinunter. Ja, dann haben wir hier Guardians. Und ganz wichtig ist auch, es gibt Spender bei einigen. Und da könnt ihr mal reingucken, ob was drinne ist. Weil wenn ihr das so nicht kriegt von dem Mob, dann kann es sein, dass das im Spender drinne liegt. Also lohnt sich ruhig immer mal wieder zu kontrollieren und zu gucken, okay, ist da was drin oder eben nicht. Hier ist zum Beispiel nichts mehr drin. Genau, dann hier Blaze. Hier hatte ich beim ersten Mal gedacht, okay, fahre ich gleich in eine Lava rein, aber ist Glas drüber. Dann geht's weiter, noch ein Enchanting Table. Hier drüben gibt es Skelette. Fantastisch, Knochen. Ja, hier, Geistviech. Da ist es auch schon. Weiter geht's mit der Tour. Sind aber auch gleich schon durch. Und zwar haben wir hier rechts Spinnen. Da auch hier Bänder. Manchmal gibt es nicht nur auf einer Seite, sondern auch auf der anderen welche. Ja. So, dann gibt es hier noch Enderman.
Auch mit einem Spender. Hat jemand sein verrottetes Fleisch eingepackt? Das nehmen wir gleich mal mit. Komm, und den hier hauen wir auch gleich mal um. Jetzt kommen wir nicht dran. Schade. Warten wir mal noch einen Moment. Da ist es auch schon. Spender und wir nehmen es uns raus. Und hier haben wir auch noch die EC. Also falls ihr irgendwas bekommt von irgendeinem Viech und ihr sagt, boah, ehrlich, das packe ich mir erstmal rein. So mache ich das manchmal bei, wenn ich zum Beispiel Wolle habe ich in letzter Zeit öfters gefarmt. Habe ich mir die Stacks einfach dann direkt da reingepackt, wenn die voll waren. Ja, hier gibt es nochmal Häschen. Ne, ganz zum Schluss. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich meine nicht. Planting Table, ganzen Sachen gezeigt. Ja, hier gibt es jetzt an sich nichts. Hier ist nur mal zum Reinschauen. Aber naja. Genau. Bin ich auch mitunter bei den Creepern und bei den Pigmen, weil hin und wieder sind da echt so viele Pigmen. Und das lohnt sich dann echt da mal ein bisschen abzumurksen. Ja. Was ich auch hier bei den Schafen ganz toll finde, ist vor allem. Oh, 33. Oh, wunderbar. Die Hormones. Wenn das dann. Wenn pinke Schafe kommen. Oder rosa. Rosa. Das finde ich auch einfach klasse. Freue ich mich immer, wenn hier mal pinke oder rosane Schafe sind. Kommt nicht so häufig vor, habe ich das Gefühl. Aber naja, immerhin. Genau, das war es dann auch schon mit dem Einblick hier zur Community Farm von dem LPM. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Community Farm ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen einmal jetzt gerade nochmal schnell hoch. Hier. Schauen wir mal. Unseren Freunden hier in Lila können wir das verrottete Fleisch eintauschen. Die Preise sind unterschiedlich. Manche nehmen 39, manche 40. Andere nehmen auch 36 nur, hatte ich auch schon. Und irgendwann ist der leer getradet. Jetzt. Dann müsst ihr warten ein bisschen. Irgendwann akklimatisiert sich das. Habt ihr gesehen, diese lila Kreise, die da Kringel, die drumherum herum aufgestiegen sind. Das hieß dann, okay, der ist wieder ready. Wieder leer. Guck mal, hat sogar noch gut gereicht. Genau, dann habt ihr hier halt verschiedenes. Ihr habt dann Bauern, ihr habt Gerber, Bibliothekare, die finde ich ganz toll, wegen den Büchern. Und dann kommen eben auch noch Metzger und Fischer und Rüstungsschmied, Waffenschmied, sowas kommt alles. Hier ist aber immer eine bestimmte Anzahl an Villagern, also wenn ihr irgendwas nicht braucht, macht die kaputt. Aber während des Tradens sollt ihr halt nicht die Freunde schlagen hier. Und hier, wenn wir es gerade noch sehen, Speedway, schnellster Weg in den hinteren Farmbereich. Den nehmen wir jetzt auch noch mal gerade zum Schluss. So, hier. Speedway zum Nutzen, Leertaste durchdrücken und sprinten. Sprint, 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 sprint. Boop, boop, boop. Und da sind wir. Hier, da sind wir gelandet. Einmal im hinteren Teil. Wunderbar. Direkt vor dem schönen Schild. Bitte wirf deinen Müll in die dafür vorgesehenen Verhältnisse. Machen wir auch gerade mal. Braucht man nicht. Ist schon irgendwo ein Creeper hochgegangen. Scheinbar stand jemand AFK da rum. Jetzt ist er wach. Nun gut. Das war's auch, meine Lieben. Ich hoffe, ihr fandet das ganz nützlich und wie gesagt, lasst gerne in den Kommentaren eure Lieblingsfarm und
Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Lass gerne ein Like da oder ein Abo. Vielleicht auch beides. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.